80.000 Aleppo-Flüchtlinge hat er aufgenommen. Was sagen wir denn dazu, Herr Özdemir, zur europäischen Politik? Ich konfrontiere Sie sachlich. Haben Sie Lust auf diese Diskussion? Ich finde das ein bisschen doppelmoralistisch. Einerseits haben wir die Afghanen, die Sie mit abschieben. Andererseits sind die Türken alle schlecht. Wer hilft Aleppo, hören Sie mir? Die Türken helfen Aleppo. Nur die Türken. Die zivilen Türken helfen Aleppo. Unabhängig von der Politik da oben. Was macht die Bundesrepublik und ihr Parlament? Sie gucken zu, wie die Menschen verhungern. Seit 5 Jahren geht das so. Jeden Tag lesen wir eine Schlagzeile, weil ihr Gesicht immer auf der Titelseite sein muss. Und heute kommen Sie hierher und zeigen und bekunden, dass Sie für Aleppo sein. Sie haben doch mit dazu gefördert, dass das passiert in Aleppo. Was sagen Sie denn dazu, erzählen Sie mir? Gar nichts. Weil außer ignorieren könnt ihr nichts. Sie haben hier eigentlich gar nichts verloren. Gehen Sie zum Brandenburger Tor, da sind die Richtigen. Dankeschön, das war's. Und ich bin hier für Aleppo und nicht für Doppelmoral. Ist das freundlich genug? Soll die Versammlung hier friedlich werden? Ich bin friedlich. Nur trotzdem bin ich ein Opfer von Aleppo. Wir helfen den Menschen aus Aleppo. Wir sind alle in der Flüchtlingshilfe tätig. Und geben aber dann nicht so ein Zeug im Fernsehen raus, was der Herr Özdemir macht, der von ARD und allen umgarnt wird. Nein, warum? Ich bin hier bei der Veranstaltung als Moslem, als jemand, der sich für Aleppo einsetzt und nicht Doppelstandards hat wie Herr Özdemir. Ich kann die Artikel ja rausholen für alle, die hier anwesend sind, was der Herr Özdemir so von sich gibt. Denn das ist nicht in Ordnung. Und wenn Sie mir eine Beleidigung nachweisen, dann bitteschön. Aber ich habe meine Meinung und meiner Sache kundgetan. Und ich glaube, man kann auch einem Bundestagsabgeordneten auch mal seine Meinung sagen, ohne die Ordnungsmacht um sich zu haben, oder? Denke ich doch mal, oder? Oder sehe ich das falsch? Richtig. Also ich glaube nicht, dass ich nicht unerwünscht bin auf dieser Demonstration oder auf der Kundgebung für Aleppo. Unerwünscht ist derjenige, der 24 Stunden gegen die Muslime aus der Türkei hetzt. Das ist nämlich die Wahrheit, leider. Was soll ich Ihnen denn sagen? Ich bin hier und bitte darum, dass jemand, der auf einer Demo für Aleppo ist, vielleicht sich mal sachlich zu der Meinung äußert. Oder nur weil er gewählter Abgeordneter ist, habe ich keine politische Meinung? Natürlich. Wissen Sie was? Den würde ich in Grund und Boden diskutieren, bei Maischberger, bei Anna Will, überall wo er auftritt, überall wo er gegen Muslime hetzen darf. Er hetzt doch gegen die Kopftücher. Und jetzt kommt er an. Die Armenien-Resolution und hat dazu beigetragen, dass zwischen der Türkei und Deutschland ein Missverständnis herrscht. Zwischen Menschen, die über 50 Jahre in Deutschland leben, sind jetzt alle verteufelt, Herr Özdemir, wegen ihren Aussagen. Meinen Sie, ich traue mich nicht, meine Meinung zu sagen? Doch, das tue ich. Das tue ich 24 Stunden am Tag. Jeden Tag und zu jeder Gelegenheit. Nächstes Jahr, Herr Özdemir, und das kann ich ankündigen, werde ich als Parteiloser zur Wahl antreten. Und dann werden wir sehen, wie weit die Grünen noch kommen mit ihrer angeblichen grünen Politik. Das sage ich als Angehender, den Sie wählen können nächstes Jahr. Ja, müssen Sie ja nicht. Manche kennen mich eben nicht. Aber ihr braucht mich nicht umstellen, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Weil die Schwerverbrecher sitzen im Bundestag, sitzen da drinnen im Abgeordnetenhaus. Die Leute, die zuschauen, wie die Zivilisten in Aleppo gerade verhungern, abgeschlachtet werden seit Sonntag, Frauen vergewaltigt werden, hört sie mir, von iranischen Milizen. Ja, das ist mir egal, was du hören willst oder nicht. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit tut weh, ich weiß, weil jeder hat Doppelstandards. Jeder das für das, was er hat. Ja, den sagt wer? Sagt wer? Sagt wer? Der dem Mullah-Regime zuklatscht? Sagt wer? Dem Herr Özdemir zuklatscht? Sagt wer? Ja, ist ein demokratisches Land. Ja, der Chef, und damit Kamerad, und auf der Arme, عشان انه حلب. حلب اهلنا. حلب اخواننا. والبموت المسلمين.
ما بموت العلمان والدجالين اللي زيه ما بموتوا الاشكال اللي زيها ارز دمير اللي ليل نهار 24 ساعة يقعد يحكي المسلمين هيك والاتراك هيك وبكيمو هيك والوف مية الالوف من السوريين اخوان المسلمين اللي موجودين بالاتراك بتركيا وساعدهم مين مش اولهم اللي بتسبهم انت يا ارز دمير حسبي الله ونعم الوكيل عليك وعلى سياستكم آمين حسبي الله ونعم الوكيل اشتيت شو أنا ماينون قاعد زمية خوزيبن عادي ان 24 تاج الشاو هايت دي قاعد زمية زي زنت نيشت فيش mit einem Bürger offen mit Argumentationen zu diskutieren. Sie dürfen nur ein Mikro bekommen und wollen Selbstgespräche führen. Aber eine vernünftige Argumentation, die haben sie bis jetzt nicht vorzuweisen. Die Menschen aus Aleppo, Herr Özdemir, sind nicht dankbar, dass sie hier sind. Und hier sind Betroffene aus Aleppo. Ganz, ganz viele. Du bist ein Vertreter von uns, oder was? Mach aber nicht so. Muss Arabi, Arabi, Arabi. Muss Muslimi, Arabi. Muss da Ella Kambun. Muss da Ella Kambun. نحكي بالاحترام كل الاحترام للمواطنين اي رسبكت يا حبيبي هاي اخوانك تعالوا هاي السوريين موجودين هاي الاخوان اللي موجودين من حلب احكوا له الامين احكوا له احكوا له هو فاهم هو على ايش بحكي انت عارف انه وقت سمير انت عارف انه وقت سمير انت عارف